Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Duscharmatur richtig reparieren kann, wenn diese tropft und man eventuell sogar eine Kartusche da drin wechseln muss. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es bei so einer Armatur verschiedene Möglichkeiten, wo das Ganze undicht sein könnte. Wenn es bei dir zu Hause jetzt an so einer Verschraubung zum Beispiel ist, dann am besten mal einen passenden Gabelschlüssel bzw. auch eine spezielle Armaturenzange zur Hand nehmen und das Ganze einfach noch etwas fester im Uhrzeigersinn anziehen. Hierfür muss man übrigens jetzt bei dem Gewinde zum Beispiel von unten drauf schauen. Eventuell ist es jetzt auch schon dicht, falls es bei dir jetzt aber immer noch tropfen sollte, dann am besten einmal mit so einem passenden Schlüssel das Ganze komplett lösen und darunter können wir nämlich auch schon eine entsprechende Gummidichtung erkennen. Diese sollte dann normalerweise auch schon relativ porös ausschauen und einfach kaputt sein. Dann diese unbedingt austauschen, erneut einsetzen und das Ganze wieder im Uhrzeigersinn richtig aufschrauben. So ähnlich funktioniert es übrigens auch bei den Verschraubungen hier hinten an der Wand. Nur wenn man das Ganze da jetzt abschrauben möchte, dann muss man zuvor natürlich die Wasserzufuhr unbedingt absperren. Wenn bei deiner Duscharmatur es jetzt übrigens an dieser Stelle hier, also bei der Absperrung tropfen sollte oder auch da drüben beim Thermostat, dann wird das Ganze schon etwas komplizierter, doch es funktioniert normalerweise auf beiden Seiten auch relativ ähnlich. Zuerst einmal müssen wir die entsprechende Wasserzuleitung im Uhrzeigersinn absperren. Im Einfamilienhaus ist es normalerweise so, dass das Ventil beim Wasserzähler für Kalt- und Warmwasser zuständig ist. Und bei einem Mehrfamilienhaus kann beides auch oftmals separat für jede Wohnung extra abgesperrt werden. Als nächstes kommt es einfach auf das Modell bzw. auf den Hersteller drauf an. Es gibt zum Beispiel Duscharmaturen, da kann man den Griff ganz einfach nach rechts drüben jetzt abziehen und falls es etwas schwerer gehen sollte, dann am besten mal ein Buttermesser zur Hand nehmen und hier vorne das Ganze vorsichtig abhebeln. Ich habe jetzt aber eine Armatur von Hansgrohe und bei Grohe schaut es auch relativ ähnlich aus. Da hast du meistens nämlich hier außen so einen kleinen Stopfen, wo man jetzt vorsichtig mal mit einem flachen kleinen Schlitzschraubendreher reingehen kann und dann kann ich auch schon diesen Stopfen nämlich rausnehmen. Darunter befindet sich oftmals eine Imbusschraube. In meinem Fall ist das jetzt ein Dreier-Imbus, weswegen ich auch schon einfach mal hier das Ganze reingeben kann. Und dann drehe ich es einfach einmal noch gegen den Uhrzeigersinn, bis die Schraube wirklich komplett locker ist. Und danach kann ich auch schon meinen Griff hier vorsichtig runternehmen. Nun können wir unter dem Griff auch noch zwei solche losen Plastikteile erkennen. Die gebe ich in meinem Fall auch einfach mal auf die Seite und nehme dann wieder einen passenden Gabelschlüssel bzw. meine Armaturenzange hier, kann das Ganze sauber ansetzen und drehe es jetzt wieder gegen den Uhrzeigersinn auf. Nach dem Lösen können wir es normalerweise auch schon per Hand rausdrehen und einfach herausziehen. Und wir sehen auch schon unsere Kartusche hier. Leider ist das Ganze einfach ein Verschleißteil, was über die Jahre gerne mal kaputt gehen kann. Jedoch kannst du natürlich gerne probieren, das Ganze mit Hausmittel erst einmal zu entkalken. Und wenn du hier zum Beispiel solche einfachen Ohrringe erkennst, die natürlich auch diese Undichtigkeit zum Beispiel verursachen könnten, weil da zum Beispiel ein Riss drin ist, dann kannst du natürlich auch gerne einfach diesen Ohrring austauschen. Sonst würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dir gleich eine neue Kartusche zuzulegen. Um herauszufinden, welche Kartusche bei dir am besten passt, solltest du auf jeden Fall mal das Modell von deiner Duscharmatur wissen oder auch am besten das Ganze mal ganz detailliert nachmessen. Aber normalerweise geben die Hersteller auch an, was für Ersatzteile da wirklich reinpassen. Das neue Modell kannst du anschließend einfach wieder gerade einsetzen. Die Ohrringe sind normalerweise auch schon von Werk aus etwas eingefettet, sonst einfach spezielles Armaturenfett noch leicht drauf geben und am Ende, wenn du es per Hand schon eingedreht hast, natürlich nochmal mit der speziellen Armaturenzange bzw. deinem Gabelschlüssel etwas fester anziehen. Im nächsten Schritt müssen wir den Plastikring so aufsetzen, dass die kleine Seite Richtung Armatur zeigt und auch bei diesem Plastikbauteil sollten wir darauf achten, dass diese kleine Einkerbung hier waagrecht ist. Für die genaue Temperatureinstellung habe ich übrigens auch schon ein extra Video gemacht, also jetzt wird das Ganze einfach mal nur grob wieder zusammengebaut. Danach den Griff wieder so aufsetzen, dass meine Einkerbung mit der 40 Grad Markierung in etwa übereinstimmt. Nun meine Schraube mit dem Imbusschlüssel gerade einsetzen und natürlich festziehen. Bei mir sollte es auch schon passen, weswegen jetzt meine kleine Kappe wieder von vorne drauf kommt. Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt.
Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Zum Schluss die Armatur auf jeden Fall noch öffnen und alles auf Dichtheit bzw. auch Funktion überprüfen, ob es schön warm und kalt kommt. Und ich würde sagen, bei mir schaut es auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt auch schon so eine Duscharmatur richtig repariert haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Duschthermostat, eine Armaturenzange, verschiedene Dichtungen oder vielleicht auch gleich eine neue Duscharmatur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.